Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind heute wieder am Start, wie jede Nacht, Donnerstag auf Freitag, die neuen Tracks werden abgecheckt, aktuell keine Livestreams, weil mein Internet ein bisschen bad ist, deswegen nur jetzt wieder so die einzelnen Videos. Freunde, falls ihr neu sein solltet, lasst gerne ein Abo da, beziehungsweise schaut euch gerne mal ein paar andere Videos an, wir werden ein paar Information Card packen, Freunde. Jetzt sind wir am Start mit dem neuen Song von Carpi, Freunde. Komm, komm, produziert bei den üblichen Verdächtigen, mit dabei Neues, jetzt in Anführungsstrichen B-Case und 27th. Okay, sagt mir tatsächlich nichts, alle anderen kenne ich von den Producern her. Wir schauen gerade kurz in die Beschreibung, Freunde. Produziert von üblichen Verdächtigen, wie ich schon meinte, blablabla. Video von Heiko Hammer, Kuss geht raus, Bruder. Und ansonsten nichts Interessantes, Freunde. Ich bin sehr gespannt, was wir hier auf den Tisch gelegt bekommen. Ja? Habt ihr die Carpi-Pizza schon probiert, Freunde? Schreibt mal in die Kommentare, lohnt sie sich? Ja, nein, vielleicht, Y, X oder Z. Schreibt einfach ja, nein oder ja oder nein rein. Habt ihr probiert, ja oder nein? Würde mich interessieren. Ich bin allergisch dagegen, deswegen kann ich sie selbst nicht tryen. Habe aber nur Gutes gehört, ja? Wir schauen rein, Freunde. Link zum Original in der Beschreibung. Let's go. Ich sehe jetzt schon die Kommentare mit Beat läuft eine Sekunde, Flo Doppelpunkt, heftiger Beat. Aber es ist ein heftiger Beat, Jungs. Ich bin ein richtiger Beat-Fetischist geworden in den letzten Wochen. Du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid, Bruder. Ja, Real Talk. Diesmal Real Talk. Mach mal nicht auf Blut, Bruder. Hör mal zu, Zucker. Ich bin Kapital-Rapper und kein YouTuber. Ja, Bruder, Real Talk. Real Talk, Digga. Oha, Mann, das erinnert sehr stark an den alten Kapital von der Aggressivität und der Wucht in der Stimme, finde ich. Sehr stark, oder? Seid mir ehrlich. Mach mal nicht auf Blut, Bruder. Hör mal zu, Zucker. Ich bin Kapital-Rapper und kein YouTuber. Und ich scheiße, was die Lehrer sagen. Der einzige Lehrer war mein Lehrermann. Ich weiß nicht, warum ich die Zeile lustig finde. Sie ist eigentlich gar nicht mehr schlecht. Der einzige Lehrer war mein Lehrermagen. Okay, vielleicht ein bisschen unpassend, so Vergleich dazu bringen, keine Ahnung, aber es ist eigentlich vom Sinn her nicht not bad. Was die Lehrer sagen, der einzige Lehrer war mein Lehrermagen. Bruder, nicht komm aus dem Plattenbau. Nase tau, Plattenklau. Die Waage, wie klar genau. Hol die Knarre raus, Jalla, mach die Gas auf. Gib die Scheine her und die Scheine wie Forrest Gump. Sie wollen mich ficken, aber komm nicht ran. Ey, das ist wirklich von der Energie und von der Kraft her so ein bisschen der Kapital aus Team Kuckuck-Zeiten, finde ich. Finde ich sehr, sehr krass. Auch wirklich ein monströser Beat. Ihr seid frech in Kommentaren, ich bin frech zu Kommissaren. Frech so wie Donald Trump. Du willst ficken, ja, dann komm, komm. Baller an der Welt, Rapper, bam, bam. Oh. Der Brother ist holy der shit. Und jetzt von vor, komm, Brother, komm, komm. Du willst ficken, ja, dann komm, komm. Beat ist zu krass, Jungs. Holy fuck. Shoutouts des Todes. Was ein Überbrett. Das war einmal. Das war einmal. Ich habe immer noch eine Narbe davon, Alter. Es war nicht nett. Ich wurde zum dritten Mal gewählt als Klassensprecher. Auf einmal komm, ich kommt um die Ecke, Bruder. Direkt regrettet, dass ich gewählt wurde. Warte, Lehrer, ich brauch keinen Taschenrechner. Hau den Klassensprecher mit Taschenrechner. Nein, ich hatte keinen Minijob. Nur eine Waage und ein Kilo Ort. Rollen, wenn's vorbei und sie kippen senden. Da, wo ich herkomme, musst du für dein Essen kämpfen. Ich hab viel Stoff, hinter mir sind vier Cops. Das hier ist Berlin. Oha, oha, huch, okay. Vorblocks, Freunde. Habe ich nie gesehen, soll ja sehr gut sein. Empfehlung, ja, nein, vielleicht, das könnte ich ja dann vielleicht droppen. Soll ich Vorblocks schauen? Ach, weiß nicht, Mann, weiß nicht. Ich hab noch nie so Motivation dazu gefunden. Ja, wir sind vier Cops. Das hier ist Berlin und nicht vier Blocks. Bro, ich komm von ganz unten, in paar Stunden, 5 Millionen mit Taschkunden. Scharfe Waffe unterm Autositz, denn das ist Bra-Musik und nicht Bravo-Hits. Du willst ficken, ja, dann komm, komm. Boah, das ist der alte Kapital, Freunde. Wir haben ihn back, wir haben ihn zurück, Alter. Er ist zu uns geflogen und ich habe mit ihm ein bisschen gekuschelt. Ich bin ganz ehrlich. Boah. Seine Stimme hört sich auch so schön clean wieder an. Die ist einfach clean, seine Stimme. Das Gegenteil von Kapital also. Der Brother ist in Topform. Und jetzt von vor, komm, Brother, komm, komm.
Tor. Holy fuck, Mann. Was ein Beat. Für mich wirklich erinnert das krass an die Chimkuku-Zeiten, Mann. So einen Track habe ich mir gewünscht. In die Fresse so, trotzdem aber nicht zu heftig. Irgendwie nicht dieses Autotune-Scheiß, nicht die 8 Hooks in einem drin, nicht dieses Drogen- und Stoffgelaber, klar war hier auch, aber so in dem Rahmen, wie es auch schon bei den Chimkuku-Zeiten war, wisst ihr, wie ich meine, so. Das ist, fühlt sich echt so wie ein bisschen an wie der alte Kapital, Mann. Der gute alte Bruder. Krass. Hat mich geflasht ein bisschen, Freunde. Wie ein Light, wie ein kleines Flashlight. Okay, hey, alright. Ich bin gespannt, wenn es in dem Stil ist. Wieso nicht? Wieso nicht? 100.000 Cash hat mir gefallen, ja. Komm auch. Komm sogar noch viel, viel besser. Vom Feeling her ist es ehrlich so ein bisschen der alte Kapi. Ey, gerne, wenn es in dem Stil ist. Ich bin dabei. Eingetütet. Komm, pack ein, Alter. Komm, pack ein, Freunde. Ich werde euch den Boxlink in die Beschreibung hauen. Bestellt jetzt vor. Ich weiß nicht, wie schnell sie weg sein werden. Ich werde mir die Box... Digga, soll man jetzt schon bestellen? Schaut zu euch mal an, ich habe noch nicht nachgeguckt, was drin ist, ob man irgendwas weiß. Klickt gerne mal auf den Link in der Beschreibung, um zu checken, ob es was für euch ist. Und bestellt, wenn ihr Bock habt auf Ehre. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, lasst mal eure Meinung zu diesem Track in den Kommentaren da. Vergesst nicht reinzuschreiben, Vorblocks, ja, nicht vielleicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, Freunde, hey, so wie immer und ciao.